Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Mogherini, die Entwicklung im Asowschen Meer muss im Zusammenhang gesehen werden damit, was seit dem russischen Einmarsch und dem Beginn der Besetzung der Krim passiert ist. Russland hat die Krim zu einem großen militärischen Stützpunkt ausgebaut und diese Entwicklung, die Militarisierung der Krim, ist ja noch lange nicht zu Ende. Deshalb muss das, was viele Kommentatoren als Kanonenbootpolitik Russlands in der Asowschen See bezeichnen, muss von uns sehr ernst genommen werden. Und ich teile ausdrücklich den Hinweis von Herrn Bostinaru auf unsere Probleme, unsere gemeinsamen Probleme an der östlichen Flanke. Ich möchte 6 Punkte zur Prüfung vorschlagen. Meiner Meinung nach sollte die OSZE mit ihrem Mandat ausgeweitet werden zur Beobachtung der Situation im Asowschen Meer. Meiner Meinung nach muss die Europäische Union unbedingt die rechtliche Position der Ukraine in allen Instanzen, bei der UNO, bei der OSZE und auch vor internationalen Gerichtshöfen stark und klar unterstützen. Die Europäische Union muss darauf achten, dass es zu keiner technischen und militärischen Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation kommt, die möglicherweise auch noch die Operationsfähigkeit der russischen Marine stärkt. Meiner Meinung nach sollte die EU unbedingt prüfen, wie sie mit Projekten die Häfen von Mariupol und Berdjansk stärken kann. Und die EU und die NATO müssen klären, ob sie durch Eskorten und Präsenz in der Region weitere Eskalation verhindern können. Neue Sanktionen sollten auf jeden Fall diskutiert werden.